Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ultra Sonne. Ich wollte schon Ultra Mond wieder sagen, aber es ist ja im Prinzip beides. Wir sind immer noch in der Erdbeer Foundation und haben jetzt die gute Pia getroffen, nachdem wir im letzten Part sehr viele Rüpel von der Erdbeer Foundation verhauen haben. Ihr kennt euch? Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Zero Tali, lasst mich eure Pokémon wieder fit machen. Danke, Pia, die einzigst Vernünftige in der ganzen Organisation. Kannst du mir sagen, wo Lily steckt? Sie müsste bei der Präsidentin sein. Danke, das war auch schon. Wir gehen gleich zu ihr. Die Präsidentin, das ist doch Samantha, oder? Die wird uns bestimmt zuhören, sie ist nett. Zu euch vielleicht. Und das auch nur, weil sie keinerlei Interesse an euch hat. Aber ihr könnt nicht zu ihr, die Tür ist verschlossen. Schon wieder? Das ist kein Problem. Yo, man, das kriegen wir locker easy hin. Willkommen, wie gesagt, zu einem weiteren Part von diesem wunderbaren Let's Play. Wir sind hier in der Aether Foundation, um ein wenig aufzuräumen. Denn, ja, die haben nicht so ganz coole Sachen vor. Und ich mach mal ganz kurz den EP-Teil aus, weil das ist auch nicht so geil. Machen wir ihn denn? Babada, babada, boom, bada, boom, bada, boom, bada, boom, EP-Teil aus. Und ich baller mal ganz kurz hier einen Preisgeldbon rein. Weil davon habe ich einfach zu viele. Was soll ich damit? Steht zu diesen! Und jetzt kriegen wir ein bisschen mehr Kohle, wenn wir hier Leute besiegen. Und jetzt kommt nämlich der gute Fabian. Und ich hoffe, ich habe da ein gutes Matchup gleich mit meinem Costurso. Ich hoffe einfach mal. Ich glaube, das ist ein Doppelkampf jetzt, ne? Dass er jetzt als Doppelkampf mit dem Rüpel gegen mich und Tali spielt. Oder gegen Tali und mich, weil der Esel kommt immer zuletzt. Was? Genug der Worte. Ja, da haltet diese Kinder auf. Worauf wartet ihr denn noch? Keine Zeit dafür. Let's go! Neuer Kampf, neues Glück gegen den Boy in Weiß mit der BH-Brille. Aber vorerst erstmal gegen seine Rüpel, die sehr, sehr böse gucken. Foundation-Personal bekämpfen, okay. Magma und Electek. Finde ich das gut oder finde ich das gut? Habe ich kein Problem mit eigentlich. Type 0, oh, wir kämpfen Gladio diesmal. Sehr, sehr geil. Okay, Gladio, my big boy, my big brother from another mother. Machen wir mal einen Z-Move hier und killen einfach mal. Dein Type 0 wahrscheinlich. Er ist ebenfalls Level 44. Das heißt, vielleicht werde ich doch den EP-Teil anmachen. Oh mein Gott, das macht der Match. Und er kriegt die Paare auf Magma und die Paare auf mich. Und auf Type 0 auch. Oh, baby, a triple! Was ein Lacker. Flammschubs trifft auch beide, ne? Oh mein Gott. Killt das? Es killt. Sehr, sehr. Nein, das ist nicht sehr geil. Jetzt die Para weg. Aber ich hoffe, ich kill jetzt auch. Boom! Hoffentlich langt das jetzt. Hoffentlich langt das jetzt. Boom! Fulminante Faustschläge. Let's go! Boots! Sehr geil. Beide Pokémon sind down. Aber dafür ist mein Costurso ebenfalls fast Geschichte. Das heißt, wir müssen da mal wechseln. Auch wenn wir Level 43 jetzt sind. Was könnten wir jetzt haben? Vielleicht noch Rosana, Sichlor, Tauros. Fuchtler lernen wir. Ist ein sehr guter Step-Move. Werde ich auf jeden Fall mal erlernen. Anstatt Wirbel. Können wir, oder... Wirbler heißt es, glaube ich. Das wurde mal in den Kommentaren geschrieben. Das heißt nicht Wirbel, das heißt Wirbler. Ah, jetzt können wir nochmal einen Step-Move einsetzen durch Rotom. Sehr geil. Brauche ich aber nicht. Voltenso kommt. Dann kommen wir jetzt Voltenso und Hundemon. Ja. Das sind halt die Signature-Mon jetzt aus dem neuen Spiel. Also man kann entweder ein Spiel Hundemon oder ein Spiel Voltenso fangen. Ein Switch in wäre Shisha, weil Shisha alles abfängt. Und Type 0 könnt ihr dann Revenge killen. Das ist eine Idee. Let's go. Feuerzahn. Sehr gut, aber es kommt nicht auf mich. Es hat der Paraflinch. Es muss durch den Paraflinch und... Hä, hat er irgendwas eingesetzt? Raichu. Nee, kein Raichu. Er hat Zoroark. Finde ich das gut? Ich weiß es selber nicht so ganz. Ich glaube erstmal Voltenso, weil Voltenso kann uns gerade mehr. Schallwelle trifft beide, ne? Mhm. Feuerzahn. Macht Sulim. Oh, der Burn. Aber er greift speziell an. Das ist gut. Das ist okay. Das ist okay. Und das macht. Guten. Oh, der Burn. Ebenfalls 10%. Er hat auch keinen Bock auf Zoroark. Das
kommt halt null wieder rein. Aber egal, Voltenso ist down. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil, Shisha. Shisha. Kassier mal eine Matschbombe, Alter. Ich glaube, da hast du richtig Bock drauf. Kann das sein? Richtig leckere Matschbombe. Finte kommt. Macht nichts. Dafür haben wir zu gute Def. Zermalklaue kommt. Das reicht schon aus. Ist ein Crit. Hundemann. D-O-V-N. Sehr geil. Damit haben wir das Aether-Paradies hier, ne? Mal ein bisschen aufgeräumt. Und mal gucken, ob der Fabian jetzt selber noch kämpfen will gegen mich. Kann ich mal Gladio mit Tali kämpfen, damit ich nicht immer kämpfen muss? Wäre sehr, sehr nett. Jetzt müssen wir gegen den Regionalleiter Fabian kämpfen. Bist du bereit, Zero? Ich bin bereit. Auf jeden Fall Tali bessere Mons. Ich mag Type 0, ich mag Zoroark, aber wenn Tali leadet mit seinem Alola Raichu, ist es einfach krank, weil das Ding ist mega schnell, hat super Spezialangriff, hat Donnerblitz und Psychic als Step-Moves. Das ist halt einfach OP as hell. Ich finde das besser als mein Team sogar fast. Talis Team ist sehr, sehr krass. Später mit EFBM, AK Neuvern, also die Weiterentwicklung. Lepumentas hat der. Da muss ich so oder so ausswitchen. Raichu wird jetzt Ledian rausnehmen. Ich habe jetzt auf Katja gegangen, weil Katja alles relativ gut tankt. Wir können mit Knirscher, Lepumentas sehr effektiv treffen. Ne? Das ist eigentlich der Play. Das ist eigentlich der Play. Und wir immunisieren halt seine Psycho-Attacke. X-Abwehr kommt, okay. Ist okay. Ist trotzdem Two-Shot noch, glaube ich. Donnerblitz kommt. Das sollte reichen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Pupita. Das kann ich eigentlich one-shotten. Das Ding ist, Alola Raichu outspeedet mich. Und wir, glaube ich, einen Focus Blaster drauf ballern. Das heißt, ich gehe jetzt lieber auf Lepumentas drauf. Reicht das aus? Tatsächlich nicht. Erdkräfte. Raichu! Lakshu! Sehr gut. Knirscher kommt die Hälfte. No! Aber Death Drop, sehr geil. Standpauke. Tötet Raichu nicht. Aber macht spezielle Attack Drop, ne? Rattig. Aber du tötest trotzdem Pupita. Und ich mache jetzt einen sehr effektiven Knirscher, der minus 1 Death, beziehungsweise jetzt auf neutral Death trifft. Das ist okay. Was tust du da, Raichu? Das war nicht so geplant. What are you doing? Sollst Pupita rausnehmen? Jetzt machst du gar keinen Damage mehr, weil du tot bist. Oh, Tali, deswegen bist du ein lascher Noob und wirst niemals an dein Opa rankommen. Never ever. Primarene. Ja, warum liegst du nicht vorher mit dem Teil, ey? Das ist super gut vom Matchup her. Knirscher. Let's go. Oh, Katja, du darfst nicht sterben jetzt. Komm, greif Katja nicht, Katja. Danke. Greif die Primarene an. Primarene. Krieg nochmal einen Death Drop. Charlie geht all out, Alter, ey. Z-Move, ist das die Schaumserenade oder der Aqua? Aquarium-Z. Es ist der Superwassertornado mit der Aquarium-Z. Oder Aqua-Z? Weiß ich nicht. Ich weiß, vielleicht ist es Aquarium. Oh, er geht aber full all out auf Pupita. Der hätte auch nur einfacher Surfer gereicht, Junge. Der hätte so einfach am Surfer klicken können. Oder auf eine Aqua-Knarre sogar, weil die Step kriegt. Aber okay, beide Idioten down. Wups. 35 für Katja. Sehr, sehr knorke. Fassade will sie lernen. Ist ja gut, wenn man Burn hat oder sowas, aber wir haben Expelliarmus, von daher ist es eh nicht so krass, weil er eh wieder weggeht. Papierpool Level 44, sehr, sehr geil. Hypno. Kann ich eigentlich auch drin bleiben? Drück auf den Knirscher. Kann ich einem anderen Pokémon noch ein bisschen EP geben? Flora wäre nicht ganz gut, wenn sie noch ein paar EP bekommt. Oder als Stitch. Ich glaube, ich gehe auf Stitch und mache mit Stitch einfach Knirscher, weil er wird mich nicht one-shotten können. Außer Tali kommt jetzt auf die glorreiche Idee, wirklich einen Surfer zu zünden, um mich mitzuspülen. Tali, wenn du das machst, ne, ich sag's dir. Hypnose kommt, trifft nicht. Aquawelle, sehr okay. Knirscher der Liebe, Knirscher der Freundschaft. Let's go. Fokus. Oh mein Gott!
Alter, meine Pumpe, als ich gar dieser Fokus wäre, das kann ich prima reden und es ist Hypno. Nicht geil. So überhaupt nicht geil. Ich denke, der Psycho-Weißer, Toxin, Psychic trifft nicht, Focus Sash. Gehe ich einfach auf den Boy rauf. Ich bin eigentlich auf Flora und Poison EP bekommen. Das heißt, wir switchen auf von Stitch. Auf Flora. Und Tali kann die Arbeit machen. Wasserdüse. Ja, mein Freund, nicht mit! Mia! Wollte ich sagen. Kannst du mal aufhören, Schaden zu drücken? Alter, das war ein ganz normaler Step-Wasserdüsenangriff, der einfach die Hälfte von meinem Leben abgezogen hat. Was ist los mit dir, Junge? Das ist immer noch super viel Damage, dafür, dass es nur ein 40er Move ist. Knirschfisch ist so OP stark einfach. Ladungsschuss, ja komm, wir grillen halt jetzt auch mal Talis mit, aber es ist mir gerade relativ. Knirscher. Immer auf mich. Titantiefer wird geboostet. Tschüss. Vielleicht hätten wir Tali, wenn wir den besiegt hätten, auch noch EP bekommen. Das wäre echt lecker. Aber ne, ist gar nicht so meine Intention. Stitch Level 44. Alola heißt Familie. Sehr, sehr nice Stitch. Auch wenn Stitch wirklich der Beste seiner Art ist. Geht auf jeden Fall klar so. Wir möchten Lilly retten. Du lässt uns doch durch, oder? Wie wir alle gucken, er ist so richtig retarded. Er denkt sich auch so, was für Kids, Alter. Tali, ey, du nimmst das alles viel, viel zu locker. Wir müssen das viel, viel ernster hier sehen. Das ist kein Kinderspiel. Ich meine, klar, es ist Pokémon. Aber es wird kein Kinderspiel. Okay, da kommt gleich schon Bromley. Nee, ich brauche keine Rotumkraft mehr, ist alles cool. Ich mach den Peter doch mal an. Weil anhand der Level von dem Boy haben wir gesehen, dass 45 und das war nur er. Bromley wird Level 48 sein dann und Samantha 50, wenn nicht sogar. Das heißt, wir brauchen da wirklich Power. Und ich glaube, da ist schon das Level ganz gut, was wir jetzt ansteuern. Nein! Nein! Ich will nicht! Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Willst du mich verarschen? Ach so, ja doch. Oh. Ich wollte gerade sagen, hä, wie sind meine Pokémon wieder heile geworden? Hat die Pia das gemacht? Oh, Pia, dankeschön. Dankeschön. Sehr, sehr nett von dir. Aber wir wollen jetzt hier weiter. Boom! Leider ohne Gewalter. Super, super sad. Ich habe gemerkt, dass jeder Gewalter wirklich liebt. Jeder, der dieses Spiel gespielt hat, hat Gewalter geliebt. So, Gladio, geht schon mal zu Bromley hin. Hat sein Moment. Yo, yo, Bromley, es geht, yo! Erstmal eine coole Pose. Er macht eine coole Pose. Wer gewinnt den Posenkampf, Alter? Das ist wie ein Bodybuilding, Alter. Wer die cooleste Pose hat, die eindrucksvollste Pose, der gewinnt den Kampf, Alter. Der gewinnt den Kampf. Kann ich nicht noch irgendeinen Top-Trank abholen oder sowas? Ich meine. Rotom sei traurig. Glücklicher, bitte. Danke. Ein Hyperheiler, okay. Den nehmen wir mit. Ich glaube, auf der anderen Seite ist ebenfalls noch was. Immer mal gucken, Leute, ne? Die Spielentwickler haben sich sehr viel Mühe gegeben bei so einem Spiel. Außer bei Ultra Sonne, Ultra Mond, da haben sie einfach die Karte importiert. Aber bei Sonne und Mond haben sie sich Mühe gegeben. Von daher alles abchecken, weil ich glaube, hier gibt es noch eine TM. Willst du kämpfen? Bitte nicht. Danke. Oh, da, mit dem kann man spielen. Toll, noch ein Hyperheiler. Willst du mir irgendwas schenken oder geben? Okay, es hat sich nur erholt, sagt er. Nein, ich möchte jetzt nicht gegen dich irgendwie kämpfen oder streicheln oder was auch immer. Ich möchte eigentlich ganz gerne weitermachen. Damit wollen wir aber es mal schaffen. Denn das ist unsere Mission. Yo, ich lege mich einfach zu den Skyline und sag einfach so, yo. Entspannt das Leben, aber jetzt kommt Dogra. Ich mach Kleinholz aus dir. Was ich nicht verstehe, Team Sky wird von der Aether Foundation einfach angeheuert, um die Drecksarbeit zu machen. Das ist, als ob die Aether Foundation ein großer Konzern ist und einfach Handwerker organisiert, um die Drecksarbeit zu machen, weil das günstiger ist. Und genauso ist es mit Team Sky. Die wollen nämlich gar nichts haben. Die sind einfach dumm. Dumm wie Brot sind die. Ich habe mein Stück wieder gefunden. Sehr geil. Erstmal wieder im DS reinschieben. Und das ist kein gutes Matchup. Da ist Avatar Aang auf jeden Fall schon ein bisschen krasser gegen dieses Goldboard. Avatar Aang.
Bin immer noch am überlegen, ob ich Tentoxa vielleicht ins Team nehme, weil Tentoxa ist einfach toxisch heftig, Alter. Da habe ich richtig Bock drauf. Horrorblick. Du mit deinem zwei Augen kannst nichts tun gegen meine drei Augen, denn ich explodiere jetzt. Ladungsstoß. Komm, gib mir die Para. Keine Para, aber so gut wie ein Kill. Das ist so gut wie ein Blutsauger, hat er schon, der Boy. Ah, stimmt. Das erinnert mich so an Ikarus. Ikarus, Ikarus, Ikarus. Leider gestorben. Er hatte auch Blutsauger drauf. Das war so sad. Warum musste er von uns gehen? Er war einer von den Guten. Warum sterben die Guten immer so jung? Mein Gott. Ich glaube, ich muss eine Death. Ich mache eine Death-Compilation hiervon, ey. Von Pokémon Ultrasonne, Ultramond. Also, und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch zu meinen anderen Let's Plays einen machen. Ich hatte das ja auch schon gesagt, ich werde es machen. Das Ding ist aber, ich vergesse es immer wieder und habe dann weniger Zeit. Ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder kaum Zeit für irgendwas. Ich finde den Roomtour noch irgendwie auf dem Feuch fürs 140.000 Abonnenten-Special, was jetzt eigentlich ansteht. Ich habe richtig, richtig Bock. Und ja, mal sehen. Radikal kommt. Okay, was macht Radikal? Noch weiß ich es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass Radikal vierfach effektiv getroffen wird und einfach zerlegt wird. Tschüss, wir treten dich. Risikotackle. Wow. Fußkick. Tot. Sehr nice. Bidididid. Flow Level 41, endlich. Hoffentlich erlernst du bald Mondschein, damit du irgendwie was machen kannst. Weil sonst ohne Stab bist du echt ready aufgeschmissen. So, letzter Kampf ist dort vorne. Ich glaube, wir kämpfen da einfach mal mit Stabilomon. Das könnt ihr sonst noch hier haben, die Boys. Stitch ist einfach immer, immer, immer gut. Und Stitch regelt jetzt. Let's go. Und danach kommt Bromley und den werden wir auch noch platt machen heute. Safe Call. Was? Du willst gar nicht kämpfen? Mach schon, geh auf. Kämpfe weiter. Okay, er will nicht verlieren. Muss ich mir eine Taktik überlegen. Er lädt wieder mit Tactus, das heißt Avatar-Ang ist der beste Play, den wir machen können. Ja, das wird der beste Play sein, den wir machen können. Und dann halt wieder mit der Para, mit dem Reflektor. Erst Reflektor, dann Para. Das wird, denke ich mal, sehr, sehr OP sein. Pia, heil mein Team auf. Pia! Willst du nicht? Scheiß. Scheiß Frau, du, ey. Geh doch nicht. Kannst du nicht einfach mein Team nicht aufheilen. So, aufgehalten ist es. Und let's go. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob wir diesmal wieder einen Mon verlieren werden. Letztes Mal haben wir Dennis verloren. Dennis! Nein, nicht Dennis! Dennis war super, super stark. Dennis, dass wir Dennis verloren haben, das war echt sad. Das hätte nicht sein müssen. Let's go. Let's go. Ach, ich bin kein bisschen stärker geworden. Gegen Big Daddy Bromley zu verlieren, ist keine Schande, mein Freund. Zero ist das auch, glaube ich, schon mal fast passiert. Naja, doch, wir haben, glaube ich, gegen Bromley hier in diesem Kampf sehr, sehr viele Mons verloren damals. Ich glaube, damals unser Dicktri, a.k.a. Backstreet Boys, er hat nämlich jetzt ja Pinsir, er hat Maskeregen, er hat alles. Wir können auch jetzt hier voll drauf gehen, wenn ich jetzt hier verchoke, aber ich werde es nicht verchoken. Ich werde es nicht verchoken. Let's go, Bromley. Letzter Kampf gegen dich. Vier Pokémon, du liegst mit deinem Signature, a.k.a. Tech zu dem Tass. Ich bin überlegen, ob ich sogar vielleicht straight einfach auf den Ladungsstoß gehe, weil er Damage das Held drückt und ich dich gerne damit ausswitche. Aber ich glaube, der Reflektor wird besser sein. Reflektor. Und diesmal bitte nicht dadurch critten, Junge. Wäre sehr, sehr nett. Kalklinge kommt, wären wir ab. Sehr gut in Nullrunde. Das heißt, wir gehen jetzt auf den Ladungsstoß, kriegen vielleicht die Para drauf und wir switchen über 50% safe. Safe Call. Und die Para! Boom! Let's go! Let's go! So will ich das sehen. Pinsir kommt rein. Kann Bergsturm. Also wird mich bei vollen KP nicht one-shotten. Never. Weil wir haben auch den... Okay, es geht durch den. Es geht durch den durch, ne? Ich glaube, Shisha wäre der beste Play, den wir machen können wieder. Shisha, bester Play. Wir haben den Reflektor noch draußen. Er greift physisch an. Er wird... Ja, kann auch Next Strike machen können. Ich bin gespannt. Bergsturm kommt. Das geht wieder durch den Reflektor durch, wegen Crit. Und das zieht halt auch dementsprechend... Wir gehen auf den Flammenwurf. Stopp. Oh mein Gott, gut, dass wir Reflektor oben haben. Reicht das aus? Na, natürlich nicht.
Liebe Runde, habe ich den Reflektor noch. Richtig wichtig jetzt gerade. Letzte Runde Reflektor ist das jetzt. Das heißt, ich kann jetzt rausgehen auf Stitch, ihn outspeeden und mit Steinhagel töten. Weil ich glaube nicht, dass der Steinkante mich tötet auf Stitch. Never, never, never. Und ich muss auf Stitch jetzt gehen, weil Stitch outspeedet. Trifft sie? Die trifft. Und durch den Reflektor tanken wir das richtig gut. So, jetzt outspeeden wir und können hier einfach safe auf Knirscher gehen. Er outspeedet? Werden wir heute am Weiterstream, wie gesagt. Inuyasha Opening, please mal ran machen. Ja, Mann! Wir haben's! Wir haben's! Wir haben's, Alter! Endlich! Shiny Wuffels ist doch noch gekommen! Jungs und Mädels! Da ist es! Da ist es! Da ist es! Da ist es! Was? Never! Never! LOL! Was? Was? Das glaube ich nicht. Wie? Pinsy hat eine 85er Base Init. Ich bin kein Minus Init Wesen. Ich habe eine 110er Base Init. Wie? Sag mir einer wie. Ist der Plus Init und alle DVs in Init oder was? Ey, das ist unfair gewesen. Oder Bergsturm Priorität. Jetzt haben wir Stitch verloren wegen so einer Scheiße, ey. Das ist... Nee, das ist richtig kacke. Das ist echt mega, mega mies. Boah, kacke, verdammte. Ich habe kein schnelles Mon mehr. Ich habe kein schnelles Pokémon mehr. Vor allem Avatar wird sehr effektiv durch Bergsturm getroffen. Papierimpo, Katja ebenfalls. Nur Flora nicht. Und ja, ich muss Flora jetzt einsetzen, dass Flora ein Hit tankt. Und irgendwie Psyche rausgeht. Wir haben unser Wellrock verloren. Wir haben unser Wolverock verloren. Nicht Wellrock, Wolverock. Steinkarte. Ja, triff! Ja, moin! Pinsy ist so ultra OP gerade. Das glaube ich gar nicht. Hits. Oh, das ist gut. Triffst du nicht 100%, aber ne? Ja. Da kann ich tatsächlich einfach Flammenwurf lassen. Als nächstes kommt Donarion. Der macht richtig Druck. Donarion macht richtig, richtig Druck. Da hätte ich Shisha ganz gern, aber es greift speziell an. Da wäre Katja, glaube ich, ganz gut. Klar, Donarion, Käfer. Oh, verdammt, da haben wir nichts gegen, ne? Käfer, Elektro. Da wäre halt Shisha wirklich der einzige Play gewesen. Shisha wäre das einzige Mal, was ich spielen könnte. Papier im Po. Ich könnte theoretisch erstmal scouten, was er macht. Er wird mich nicht one-shotten können. Ich treffe ihn aber auch nicht sehr effektiv. Aber das Gute ist, es ist nur unser Shiny, was in Anführungsstrichen darum gegangen ist. Oh, wenn Stitch war und ich Stitch geliebt habe. Aber es ist halt einfach... Ich hab's kommen sehen, dass Stitch stirbt, weil Stitch knallt halt einfach kein Damage rein. Wir müssen einfach Oldschool Toffifee wieder mitnehmen. Das ist halt echt richtig, richtig sad. Gehen wir einfach für den Fuchler. Fuchler reicht, oder? Das Ding hat viel KP. Sehr viel KP. Aber Donarion, ich meine, wartet. Ich guck lieber nochmal nach, bevor ich irgendwas falsch mache. Donarion. Der hat super viel KP, das weiß ich. Base Init von 43, das heißt, wir outspeeden sogar. Spezialangriff ist ultra, ultra high. Kann der irgendwas erlernen, um sich zu boosten? Der kann Agilität lernen, ja, und dann outspeedet er mich. Das ist scheiße, das weiß ich. Was kann er sonst machen? Er ist Level... Agilität hat er noch nicht. Er hat die Blitzkanone im Set. Käfergebrumm kann er haben. Also ich gucke jetzt gerade, welche Attacken er haben könnte, nicht welche er haben wird, ne? Also nicht, dass ich denke, ich spoiler mir irgendwie oder sonst was. Er könnte die Akrobatik im Set haben. Aber boosten könnte sie nicht. Das heißt, wir gehen erstmal um Schutzschild und scouten. Was willst du tun? Was können wir irgendwie abfangen? Es kommt ein Donnerblitz. Auch wenn Donnerblitz tanken werden. Zwei Stück vor allem. Das Wichtige, was ich jetzt wissen will, tatsächlich. Ich habe gerade schon nachgeguckt, ob Costurso, ob mein anderes Pokémon den Boy outspeeden wird, aber...
Hat ja nichts gebracht, wirklich. Aber Costoso sollte normal outspeeden. Costoso sollte normal outspeeden. Mit zweimal Footballer sollten wir das Ding killen. Wir outspeeden, wie viel macht das? Es kommt nicht über die Hälfte! Willst du mich verarschen? Wir verlieren den Costoso einfach. Außer wir kriegen den Crit jetzt. Wenn nicht, dann verlieren wir Costoso jetzt. Geil. Costoso ebenfalls down. Wow. Wow, wow, wow. Das läuft ja richtig stabil. Ich meine, das Gute ist, Avatar Aang kann jetzt ultra ausrasten einfach, weil er hat nichts gegen Avatar Aang. Wir töten Tektas, wir töten das Ding. Wir töten Maskering, denke ich auch mal. Wir gehen hier einfach auf die... Warte mal, hat der Voldorb-Sauber im Set? Wenn der Voldorb-Sauber hat, dann ist er jetzt richtig kacke. Kann ich mir jetzt nochmal richtig ins Eigentor schießen? Er hat nur Schwebe als Fähigkeit. Okay, okay, das heißt, wir können auf Ladungsschluss gehen. Oh, Costoso und Wolverog, a.k.a. Stitch. Mein Stitch ist nicht so schlimm, weil wir Toffifee haben. Toffifee ist doch nur auf Level 44, weil ich es ja schon vorgelevelt habe. Das ist ja nicht so schlimm, ich habe damit mich ja gerechnet. Aber für Costoso einen Ersatz zu finden, das ist mega, mega sad. Aber wir haben Katja noch, Leute. Katja ist super, super strong. Tektas kommt. Ja, komm, Tektas ist kein Problem. Das ist gar kein Problem für uns. Da bleiben wir einfach drinne, gehen auf den Ladungsstoß, töten dich einfach. Du gehst auch nicht mal eine Priorität, um mir Damage zu drücken. Ciao, Bella. Ciao, Leben. Ciao, Leben. Oh. Ich hasse Bromley. Ich hasse Bromley. Hätte ich den Normium Z drauf gehabt, ne? Ich hätte dran denken sollen. Ich hätte dran denken sollen. Normium Z Fuchtler auf Costoso, das wäre es jetzt gewesen. Das wäre es jetzt gewesen. Aber so leider nicht. Bedroher, der macht nichts. Aber wie gesagt, wir sind Stahl, Elektro, können eine Para raushauen. Treffen ihn sehr effektiv, das ist, wenn nicht sogar ein One-Shot. Er wird uns nicht über 50% ziehen, oder? Zum Glück nicht. Es war ein Crit. Kleiner Lacker, Alter. Kleiner verdammter Lacker, du. Crit. Aber Paralyse war nicht, oh mein Gott. Wenn du crittest, mir jetzt noch einmal. Käfer gewonnen. Kein Crit. Selbst wenn, das würde nicht reichen. Außer es ist Max Roll. Es war kein Crit. Sehr gut. Oh, sehr geil. Arrivederci, Bromley. War aber auch ein krasser Kampf, muss man an der Stelle mal sagen. Es war ein sehr, sehr starker Kampf. Bromley, was treibst du denn? Ich weiß es nicht, Digga. Ich weiß auf jeden Fall, dass du zwei Pokémon von mir hops genommen hast. Und ich habe gerade ein bisschen Angst zu Samantha rein. Und kann an meinem PC ja rangehen hier in der Erta Foundation. Das heißt, wir können... Ich hab's gesagt, Leute, es ist auch vollkommen legitim, dass wir Stitch gegenüber Toffee austauschen. Denn Shinies sind separate Encounters. Das heißt, wir hätten auch die ganze Zeit mit Stitch und Toffee rumlaufen können. Aber das haben wir nicht gemacht. Stitch, unser Shiny... ist leider von uns gegangen, genauso wie Costoso. Zwei wirklich sehr, sehr starke Pokémon, die uns etliche Kämpfe gerettet haben. Etliche. Oh, nehmen wir einfach mal jetzt hier in Zugado 100% mit. Ne, aber hier ist es Toffifee Level 43. Wie gesagt, ich habe es gelevelt gehabt in der Zeit. Und was können wir sonst noch mitnehmen? Wir können Ibitak mitnehmen mit 35, damit wir irgendwann noch Nachtara als Def vielleicht irgendwie Ledian, Timo fürs Verteidigen. Schwibbel. Wir haben halt nicht so viele Pokémon jetzt noch in dem Levelbereich, weil ich ja lange nicht mehr trainiert habe. Ich glaube, nach Tara wird das sogar noch das Beste sein. Weil es halt ein super, super Def ist. Aber ich glaube, wir brauchen kein super, super Def. Vielleicht brauchen wir irgendwas hier mit Staffette, Silberhauch, weiß ich nicht. Knogger könnte halt gut sein aus Level 30. Was ist denn schnell von den Viechern? Schnellst ist tatsächlich Meteno. Das ist Level 9 und Dings. Das geht aber nicht. Das geht aber nicht. Ich glaube, wir nehmen Nachtara mit, tatsächlich. Wir haben jetzt unsere spezielle Wall verloren. Jetzt Nachtara ist halt super, super gut in der Verteidigung, ne? Kann halt sonst nix. Kann halt nur verteidigen, wirklich. Aber so ist das, so ist das. Ich schiebe mich mal ein bisschen weiter zur Seite, weil ich weiß, dass jetzt hier der Balken weg ist. Das heißt, ich muss da ein bisschen aufpassen und bearbeiten. Ich gucke, was können wir sonst machen? Ich bin überlegen, ob ich vielleicht sogar was anderes mache. Vielleicht Ibitak doch mit Spiegeltrick. Ich weiß es nicht.
werde auf jeden Fall ein paar Moves nochmal verteilen. Toxin können wir spielen hier auf Nachtara, was super, super stark ist. Gewissheit, Gegenstoß. Da macht Gewissheit mehr Damage. Okay. Brauchen wir sonst noch irgendwelche Moves? Z-Steine. Überreste habe ich. Können wir auf Nachtara eigentlich geben. Aber wie gesagt, die sind halt nicht legit, ne? Die kann ich halt nicht geben. Das ist halt dann doch nie möglich. AP-Bon, Sonderbonbon könnte ich Nachtara geben, damit es irgendwie mischen kann hier. Das könnte ich tatsächlich machen. Oder Fluette halt, ne? Ich kann überlegen, brauche ich den Battalion-Z oder brauche ich lieber den hier? Ich habe den Expertengut auf dem, das ist glaube ich besser. Wenn ich den Expertengut drauf habe, ist es glaube ich besser. Ich glaube, der Expertengut, der macht mir viel, viel mehr. Der bringt mir viel, viel mehr. Dann werde ich den Steinium-Z hier, den Petranium-Z. Ne, der hat er noch. Okay, den hat er noch. Das ist sehr gut. Was hat er gerade für ein Item? Flinklaue. Joa, ist in Ordnung. Leute, würde ich sagen, werden wir den Part für heute erstmal beenden. Wir werden im nächsten Mal weitermachen. Ich weiß nicht, wie lange der Part geworden ist, aber der letzte Part war ja sehr, sehr viel länger. Und ich werde mich mal ein bisschen sammeln. Im nächsten Part geht es los gegen Samantha. Ich hoffe, ihr seid dabei und ja, dann geht es los. Das wird ein Kampf werden. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis nächstes Mal. Lasst ein Like da für die Totenopfer. Hashtag RIP. Vergesst den Hashtag Spoiler danach. Nicht, dass Leute gespoilert werden, die vorher in die Kommentare gucken. Ich bin raus. Macht's gut. Bis nächstes Mal und ciao.